Erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr alle da seid hier in der AMT-Galerie zu der Ausstellung von Michael Pflesterer, Havana Black and White. Einen großen Dank erstmal an das Team der Lieblingsfriseure, die hier für den Service zuständig sind und für die kulinarischen Freuden. Ja? Dann darf ich euch noch Constanze vorstellen, Journalistin, die wird gleich ein Interview mit Micha machen. Könnt ihr gerne mit zugucken und zuschauen. Und sonst übergebe ich an euch beide. Ja, danke. Viel Spaß bei der Ausstellung. Und dann auch Fragen könnt ihr nach dem Interview gerne anstellen. Ja, klar, natürlich. Ja? Ich begrüße Sie sehr herzlich und freue mich besonders, Ihnen heute Dr. Michael Pflesterer vorstellen zu dürfen. Michael Pflesterer ist im wahren Leben praktizierender Arzt und ein professioneller Hobbyfotograf. Michael, erzähl doch bitte mal, wie du zur Fotografie gekommen bist. Naja, das ist so wie bei den meisten Leuten, die mit dem Fotografieren anfangen. Mein Vater hat in den 70er Jahren eine Spiegelreflexkamera gekauft. Das war damals sowas wie heute das Handy ist. Und am Ende habe ich dann mehr fotografiert wie er, aber zwischendurch war natürlich Schule, Berufsausbildung. Da habe ich dann das Fotografieren ein bisschen hintanstellen müssen und habe das nicht mehr so intensiv betrieben. Und als dann die ersten digitalen Kameras dann bezahlbar wurden, bin ich sozusagen wieder neu eingestiegen. Mhm. Du hast dich hier für die Schwarz-Weiß-Fotografie entschieden. Ich weiß nicht, ob du generell Schwarz-Weiß bevorzugst. Wenn ja, warum? Also nicht generell, aber jetzt speziell bei dieser Reise habe ich mir vorher überlegt, dass natürlich die meisten Menschen mit Kuba irgendwie verbinden Havana Club und bunte Bilder, bunte Autos. Und ich dachte, wenn ich da jetzt hinfahre und mache das genauso, dann bin ich da sozusagen einer, der im Chor der vielen untergeht. Das haben alle schon irgendwann mal gemacht. Und hinzu kommt ja noch, dass wenn man in ein Land reist wie Kuba, das ja ein, ja auch ein, wo auch schwierige Verhältnisse herrschen, ist es ganz gut, wenn man auch mal einen Blick sozusagen wirft, der nicht überlagert ist, jetzt so durch die Äußerlichkeiten wie eben die Farbe. Und wenn man nur schwarz-weiß fotografiert, dann hat man doch einen distanzierteren Blick auf alles, was, glaube ich, hier von Vorteil ist. Also einen etwas nüchterneren Blick und lässt sich nicht so sehr von dem Flair, den wir aus Zeitschriften kennen, irgendwie den Kopf vernebeln. Die analoge Fotografie ist ja inzwischen etwas inflationär geworden. Ja. Und die meisten, auch die Nicht-Professionellen, fotografieren heutzutage schlecht oder recht oder auch gut digital. Du wahrscheinlich auch. Ja. Was findest du besser an der digitalen Fotografie im Vergleich zur analogen? Also ich glaube, heute muss man sagen, nachdem es ja jetzt schon digitale Kameras seit über 10 Jahren gibt, dass die Technik sachlich betrachtet so weit gereift ist, dass sie die normale Filmtechnik überflügelt hat. Also das heißt, man hat höher empfindlichere Filme, man hat weniger Bildrauschen, man hat höhere Bildauflösung. Aber das hat auch dazu geführt, dass durch diese stärkere Technisierung man von den Grundlagen wegkommt. Das heißt, irgendwie genau hinzugucken beim Bild und nicht nur die Automatik alles überleben zu lassen. Und ich glaube, das führt dazu, dass die analoge Fotografie jetzt wieder ein bisschen in Mode kommt, weil es so einen Bedarf gibt, wieder zu den Basics oder zu den Grundlagen zurückzukehren. Und ich denke, das darf man aber nicht so ideologisch sehen, wie das manchmal gesehen wird. Das muss man pragmatisch sehen. Also deswegen fotografiere ich digital, weil es halt einfach Vorteile hat, technische Vorteile. Aber ich kann gut verstehen, dass man sagt, man will nur Zeit, Blende und eine manuelle Fokussierung haben. Und das habe ich letztlich hier auch verwirklicht. Ich habe mit einer Sucherkamera fotografiert, ohne Autofokus, wohl aber digital. Und man sieht ja das Ergebnis, man ist gezwungen, halt besser und genauer hinzugucken als mit einer Automatik. Und ich glaube, das ist einfach von Vorteil. Bearbeitest du denn die Bilder noch nach oder sind die so, wie du sie fotografiert hast vor Ort? Naja, die Antwort ist ja und nein. Also ich bin nicht so ein Freund davon, die Bilder so stark
nachzubearbeiten, wie man das heute machen kann mit jedem Handy, dass man irgendwie Filter drüber legt oder bunte Farben oder sowas macht. Aber es ist natürlich schon so, dass man einfach aus technischen Gründen, hier wird in Rohdaten fotografiert, nachher so eine Art analoge Entwicklung, möchte ich das mal sagen, machen muss. Und insofern werden die Bilder natürlich schon nachbearbeitet. Das ist einfach ein technischer Prozess, der erforderlich ist, um nachher ein Foto zu haben, wie wir es hier auch sehen. Und das Thema Havanna, hast du die Reise lange geplant? War das dein Wunsch oder ist es ein Zufall oder wie bist du dazu gekommen? Also eigentlich, muss ich sagen, habe ich es nicht lange geplant. Ich konnte nur im November verreisen und wollte ursprünglich nach Florida und da ein Landschaftsprojekt machen. Und kurz vorher habe ich dann aber eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, durch Zufall, über Kuba. Und dann dachte ich, naja, also vielleicht ist es doch die interessantere Destination. Und dann habe ich mich kurzfristig also dazu entschieden. Und der ursprüngliche Plan war, weil ich 14 Tage Zeit hatte, über die Insel zu reisen, das ist ja naheliegend. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, ach, der mich begleitet hat übrigens, hat dann gesagt, ach nee, lass mal sein, wir bleiben einfach 14 Tage in Havanna. Und wenn man bedenkt, dass die meisten Touristen, die nach Havanna reisen, ungefähr einen Mittag oder maximal einen Tag da verbringen, klingt das natürlich zunächst etwas radikal, die Entscheidung, aber das hat sich im Nachhinein als fruchtbar erwiesen, weil man eben doch mehr Zeit hat, alles zu Fuß abzulaufen, ein bisschen ein Gefühl zu kriegen für die Verhältnisse, die dort herrschen und nicht nur an die Orte zu gehen, die halt jeder Havanna-Besucher sonst normalerweise abhakt, also die typischen touristischen Highlights sozusagen. In dem Zusammenhang solltest du vielleicht mal noch erwähnen, dass ihr nicht im Hotel gewohnt habt. Ja, das ist, ja genau, das ist richtig. Also es gibt natürlich in Havanna viele Hotels von großen Ketten inzwischen. Das ist ja wie überall auf der Welt. Und es gibt aber jetzt aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse so eine ganz vorsichtige Öffnung. Man kann seit einiger Zeit auch bei Privatleuten wohnen, die also praktisch ein Zimmer vermieten. So eine Art Bed and Breakfast und wir haben das genau gemacht. Wir also waren 14 Tage also bei Kubanern sozusagen zu Hause, die uns da ein Zimmer zur Verfügung gestellt haben. Und das war natürlich auch schon mal ein interessanter, weil man halt mit den Leuten doch näher in Kontakt kam und sich auch mit denen unterhalten konnte. Viele Kubaner können übrigens auch Englisch, weil der Bildungsstand da extrem hoch ist. Also viele Leute können auch Englisch, zumindest so ein paar Brocken. Und dann kann man sich auch gut mit denen unterhalten, wenn man jetzt keine Spanischkenntnisse zum Beispiel hat. Du würdest das also absolut empfehlen, auch von der Sauberkeit und so. Man ist ja da immer so ein bisschen vorsichtig. Naja, man muss, glaube ich, sich überlegen, dass wir ja ein karibisches Land ist. Und da sind andere Verhältnisse wie hier, sowohl politisch als auch was die Versorgung betrifft. Das ist ein Land, das ja seit über 50 Jahren auch unter dem Embargo leidet und was schon in jüngster Zeit zwei größere Finanzkrisen durchgemacht hat, einmal nach dem Fall der Sowjetunion in den 90er Jahren und einmal Anfang der 2000er, nachdem der große Freund Hugo Chavez in Venezuela verstorben ist. Und das hat die kubanische Wirtschaft ziemlich zugrunde gerichtet und hatte den Effekt, dass es richtige Versorgungskrisen gab, also dass die Leute auch Probleme hatten, mit Grundnahrungsmitteln versorgt zu werden. Und das ist natürlich schon eine besondere Situation, die wir sonst von den Reiseländern, die wir sonst kennen, sagen wir mal, unseren europäischen Nachbarn nicht kennen. Insofern muss man insgesamt da andere Maßstäbe anlegen. Aber ich glaube, dass man insgesamt jedem empfehlen kann, dahin zu reisen, denn letzten Endes, abgesehen von allen ideologischen Differenzen, ist es doch so, dass im 20. Jahrhundert die erfolgreichste Politik die Politik der Entspannung war. Das heißt also Wandel durch Annäherung, diese Formel. Und das gilt im Grunde heute immer noch. Vielleicht haben die Zuschauer hier auch mitbekommen, dass Trump gestern die Entspannungspolitik, die unter Obama begonnen worden ist, aufgekündigt hat. Ich glaube, das ist ein ziemliches Desaster.
nicht nur für die Kubaner, sondern auch für die Amerikaner, die ja viele Verwandte dort auch haben. Es gibt ja eine große kubanische Community in Amerika, namentlich in Miami. Also das vertiefe ich jetzt mal nicht weiter, sondern frage mal noch nach deinen fotografischen Vorbildern, die du sicher hast. Ja, also ich habe ja hier, das ist so eine Art Streetfotografie, möchte ich das mal sagen. Und da gibt es natürlich Namen, die einem sofort einfallen. Jean Adger, der Franzose natürlich um 1900. Oder auch Henri Cartier-Bresson, ein weiterer Franzose, der ja ein großer Könner war, was das betrifft. Die Besonderheit bei der Fotografie auf der Straße ist, dass man ja sein Objekt, das man fotografiert, vorher nicht kennt und auch nicht bestimmen kann. Es kommt also darauf an, sozusagen hinzugucken und den entscheidenden, richtigen Moment zu treffen. Aber ich will mich da auch nicht so sehr einschränken lassen. Also zum Beispiel William Klein, von dem zurzeit gerade eine Ausstellung im CO hier läuft, ist ja auch jemand, der ganz verschiedene Sachen bearbeitet hat in der Fotografie. Der hat Streetfotografie gemacht in New York, die sehr bekannt ist. Der hat Modefotografie gemacht, der hat experimentelle Fotografie gemacht. Und so sehe ich mich auch jetzt nicht festgelegt auf das. Das ist jetzt ein Projekt gewesen und das nächste Projekt wird halt wieder ein anderes. Damit bin ich mit meinen Fragen zu Ende, weil wir keine politische Sendung machen. So ist es, genau. Und wir wollten jetzt eigentlich noch einige Fotos besprechen. Ja, wie wollen wir das machen? Rumgehen oder nee, am besten trocken? Wir bleiben hier. Wir müssen es trocken machen, wegen der Kamera. Also der Grund dafür ist, dass hinter den Bildern gibt es immer noch eine Geschichte, die einen nicht direkt ins Auge springt. Ja, genau. Und das wollte Michael gerne nochmal erläutern. Ja. Hast du es im Kopf? Also das erste Foto hatte ich, das Museum mit der Aufsicht. Ja, genau. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Kuba ist ja ein kleines Land, hat nur ungefähr 11 Millionen Einwohner. Und was die Leute dort haben, ist eine erstaunlich hohe Bildung. Also es gibt keine Analphabeten da. Und in diesem Museum, das Revolutionsmuseum, habe ich diese junge Aufseherin sitzen sehen mit einer Kladde auf dem Schoß. Und da habe ich gedacht, was macht die da? Und sie hat Mathematik gelernt, während sie da saß. Also war nicht viel los, dann hat sie da Mathematik gelernt. Also die Leute, auch die jungen Leute, sind da sehr ehrgeizig. Und Bildung ist da auch ein hohes Gut. Also das ist nicht nur die Theorie, das soll eigentlich das Bild nochmal unterstreichen. Warum gerade das Museum? Bitte? Warum gerade das Museum? Naja, weil die eben, da saß die junge Frau und da war nicht so viel los. Hat sie eine Wohnung oder? Ja, das ist die Aufseherin. Während der Arbeit, ne? Während der Arbeitszeit hat sie einfach ihre mathematischen Formeln auswendig gelernt. Ne? Das zweite Foto sind die Prostituierten am Hafen, ist das, glaube ich, das genau. Bild? Ja, genau. Also das ist, glaube ich, eines der, so ein Bild, was so auch so ein bisschen anreißt, wie die sozialen Verhältnisse da sind. Es gibt ja zwei Währungen in Kuba, einmal den normalen Peso und einmal den konvertierbaren Peso, der an den Dollar gebunden ist. Und wenn man irgendeinen Wunsch hat, der über die Grundversorgung hinausgeht mit Nahrungsmitteln, dann muss man einfach den konvertierbaren Peso haben. Und da gibt es halt leider auch inzwischen viel Prostitution, weil das eine einfache Möglichkeit ist, an das Geld zu kommen. Und das ist natürlich irgendwie schon traurig für ein Land mit so einer jungen Bevölkerung, die im Grunde viele Möglichkeiten hätte durch ihre gute Ausbildung. Andere Möglichkeiten. Du sagtest ja, dass auch viele durchaus studierte, gebildete Leute Prostituierte sind, also aus finanziellen Gründen. Ja, das dritte habe ich Che Guevara, der darf ja nicht fehlen. Ja, Hafen, Havanna hat ja einen großen Hafen im alten Hafen und ein großes, langes Hafengebäude. Und da ist natürlich jetzt nichts mehr los, auch wegen des Embargos. Und Autos parken davor und ich fand das so ein schönes Symbol, weil Che Guevara ist ja auch hierzulande eigentlich jedem bekannt als der große Revolutionär. Also das ist so ein Symbol auch für die soziale Utopie. Und davor parkt also ein altes Auto aus den 50er Jahren und ein Mercedes. Und das ist so ein bisschen auch das Spannungsfeld, in dem sich das Land befindet. 2018 wird der Bruder von
Fidel Castro ja abtreten. Das ist schon klar. Und danach wird es möglicherweise eine politische Änderung geben. Und das ist so ein Symbol dafür, wo es lang gehen könnte. Im Übrigen, dieses berühmte Che Guevara-Foto hat ja ein kubanischer Fotograf gemacht, der dafür seinerzeit ganz wenig Geld bekommen hat. Und Die Rechte liegen jetzt bei einem Italiener, der damit Millionen verdient. Ja, das ist weil richtig. Es in der ganzen Welt Merchandising-Projekte gibt und an den Kubaner nichts abgibt. Also der lebt in Armut. Es ja, ist nicht genau, an ihn das ist richtig. Es ist sehr tragisch. Ja. Ja. Das nächste Bild haben wir, ja, die vollbusige Frau in dem Blonde im Kaufhaus. Ja, ja. Dieses Kaufhaus, das hat den schönen Namen Fin di Secolo, also Ende des Jahrhunderts. Das hat es aber schon aus den 50er Jahren. Das wirkt aber so ein bisschen merkwürdig, ist ein merkwürdiger Titel. Und das ist so ein Kaufhaus wie so ein Woolworths aus den 50er Jahren. Das Gebäude ist komplett erhalten, also innen auch und auch außen, also die Ausstattung ist vorhanden. Und da gibt es jetzt aber so einen großen Markt drin, wo also Familien oder Kleinunternehmer ihre Waren anbieten können. Also da gibt es alles Mögliche von nachgemachten chinesischen Schuhen bis hin zu selbstgemalten Bildern oder irgendwelchen Touristenkram. Und mich hat an dem Bild vor allen Dingen interessiert, dass die Frau auf ihr Handy guckt. Und das ist im Moment das große Thema in Kuba. Also damals, 2015, sind die ersten öffentlichen WLANs eröffnet worden und damit auch Internet. Und wer jetzt so ein Handy hat, sei es, dass es irgendwie sich das besorgt oder auch von den Verwandten geschickt bekommt, der hat erstmal Zugang zum Internet und dann letztlich auch zur Welt. Und das ist für die Leute dort natürlich ganz wichtig, weil man ja vorher auch von Informationen zum Teil abgeschnitten war und isoliert war. Und ich glaube, das ist so ein Game Changer, das Handy, auch im Grunde ja wie für uns, aber noch mehr für dort, weil man plötzlich den Bezug zur Welt bekommt. Und viele sitzen dann unter freiem Himmel und haben ihr Handy auf dem Schoß und sprechen dann per Kamera dann mit ihren Verwandten in Miami. Das ist natürlich irgendwie schon eine interessante Sache. Also da merkt, das ist so ein Moment gewesen, wo man merkt, da bricht jetzt eine neue Zeit an. Und das lässt sich wahrscheinlich auch nicht mehr zurückdrehen. Also der Geist ist da jetzt aus der Flasche. Dann haben wir noch ein Bild, das da heißt Panaderia. Das ja, ist ein Bäcker. Genau, das ist ein Bäcker. Ein wunderbares Geschäft. Das ist noch erhalten wie in den 50er Jahren, auch mit der ganzen Ausstattung. Aber das ist so ein Geschäft, was für die Grundversorgung mit Lebensmitteln da ist. Und man sieht es jetzt nicht so gut, weil es relativ dunkel ist, aber da kann man mit einheimischem Geld bezahlen. Und die ganzen Regale sind aber leer. Es gibt also nur ein Tablett, wo 5 Kastbrote drauf liegen. Und damit erschöpft sich das Angebot. Und das zeigt halt auch, dass die Versorgungslage immer noch sehr angespannt ist. Da. Ich hätte ja das andere Foto ausgesucht, die Parfümerie. Die Parfümerie. Ja, die Parfümerie, das ist auch so ähnlich. Das ist so ein Geschäft in der Altstadt, also eine Parfümerie. Auch noch aus den 50er Jahren, auch mit einer tollen Einrichtung noch. Aber es stehen nur leere Flakons in den Regalen. Und ganz vorne im Geschäft gibt es dann eine kubanische Angestellte, die dann aus einheimischen Duftstoffen Parfums anmischt. Und man sieht auf der rechten Seite diesen jungen Mann mit den blondierten Haaren und der schicken Uhr, der dann da einkauft. Das ist so der Gegensatz zwischen dem Reichtum des Touristen und der Dürftigkeit auch der einheimischen Verhältnisse. Das ist das Spannungsmoment, dem man da öfter begegnet, wenn man in so einem Land halt reist. Dann haben wir hier noch die Hofeinfahrt, ich glaube von einem Hotel. Das ist eine Hofeinfahrt von einem Haus. Die Architektur ist ja da so ähnlich wie in Spanien, dass man also solche großen Innenhöfe hat. Und dazu diese Hofeinfahrten, die Häuser sind nach außen immer relativ schlicht und geschlossen, aber innen drin gibt es diese schönen Innenhöfe. Und in diesen Innenhof hinein haben aber die Leute sich ja so eine Art Verschlag gebaut. Also das zeigt eben, wie groß die Wohnungsnot da ist. Also das wird jeder Quadratmeter wird irgendwie genutzt in den Häusern und auch die
Wohnungen, wo halt früher aus vielen Zimmern bestanden war, heutzutage in jedem Zimmer wohnt halt eine Familie, manchmal auch mit mehreren Köpfen. Ne? Das ist wegen der Wohnungsnot. Und was man auch manchen Bildern ja auch sieht, ist halt, dass der Zustand der Bausubstanz katastrophal ist. Also es gibt Häuser, wo Leute im ersten Stock wohnen und unten ist es eine Ruine oder umgekehrt. Also das ist halt die Realität in diesem Land. Und dann gibt es ja eine sehr köstliche Geschichte zur amerikanischen Botschaft. Ja, das ist dieses Bild hier, was da hängt. Das zeigt auch so ein bisschen greifbar, also wie das amerikanisch-kubanische Verhältnisse in den letzten Jahren war. Dieses Gebäude im Hintergrund, dieser Klotz, das ist die amerikanische Botschaft. Und die ist also weit über Mannshoch mit einem riesigen Zaun umgeben, als ob sie dahinter Goldbarren lagern würden. Und noch vor, ich glaube, 10 Jahren etwa, war rund um dieses Gebäude eine große Leuchtschrift angebracht, wo also antikommunistische Parolen aufgeleuchtet sind. Und das hat natürlich den kubanischen Staat ziemlich geärgert. Und dann sind sie auf die brillante Idee gekommen, auf dieses Gelände vor der Botschaft einen Hügel aufzuschütten und da hunderte von Fahnenmasten drauf zu pflanzen, mit riesigen Fahnen, sodass man das Gebäude überhaupt nicht mehr sieht. Und auf dem Platz davor, wo jetzt diese Bögen sind, wurden dann also kämpferische Parteiveranstaltungen abgehalten. Und man sieht inzwischen, hat sich die Lage aber da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, man hat sich irgendwie arrangiert, die Fahnen sind abgeräumt und der Platz ist auch schon so ein bisschen mitgenommen. Die Leuchtreklame auch. Und auch die Leuchtreklame ist abgebaut. Also eine leichte Besserung im Verhältnis hat sich da schon angekündigt. So, jetzt haben wir noch einen Gartenstuhl. Ja, der Gartenstuhl. Das sind eigentlich zwei Stühle, einer aus Plastik, einer aus Metall. Und man sieht halt, dass beide schadhaft sind, aber indem man beide zusammengebunden hat mit Draht, hat man wieder einen funktionierenden. Und das ist eben das Symbol dafür, wie eben vieles auf Kuba läuft. Durch den Mangel an vielen Ressourcen muss man sich selber helfen und halt improvisieren. Wir sind jetzt eigentlich fertig. Mir gefiel das Bild noch mit dem Paar am Malecón. Ja. Ja, das ist so ein Bild, was symbolisiert, was ich vorhin schon sagte, Wandel durch Annäherung. Also die Frau links ist eine Touristin, der rechte ist ein Einheimischer. Und die beiden konnten sich nicht so gut verständigen, aber irgendwie durch Musik gestikulieren und natürlich auch durch die Flasche Rum, die da steht, ging das dann. Also wie gesagt, Wandel durch Annäherung. Und das ist jetzt, würde ich sagen, auch so ein bisschen mein Schlusswort. Ich kann jedem nur empfehlen, das Land aufzusuchen und zu bereisen. Es ist eine interessante Erfahrung und die Menschen dort sind sehr warmherzig und sind auch sehr begierig, den Kontakt mit der Welt da draußen zu kriegen und ein Grund also hinzureisen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön, ich bedanke mich auch. Und empfehle natürlich die Ausstellung. Es gibt immerhin 38 Fotos noch, die wir jetzt nicht mehr besprechen. Ja, gut, dann. We'll be right back.
sabroso.